Die neunte Vernichtung. Wer glaubt, dass es für einige unter den Leuten erlaubt sei, frei von der Ausführung der Scharia des Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu sein, so wie es der Dritte erlaubt war, frei von der Scharia des Musa zu sein, so ist dieser ein Ungläubiger. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde für die Menschen allesamt entsandt. Ja, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben dich für die Menschen allesamt als frohen Botschafter sozusagen oder als Frohboten und Warner gesandt. Und daher ist eine Person nicht gläubig, wenn sie sich nicht dieser Gesetzgebung des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterwirft. Denn mit der Gesetzgebung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit der Offenbarung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurden die anderen Gesetzgebungen sozusagen, ich will nicht sagen nichtig gemacht, aber sie sind nicht mehr gültig. Man muss der Gesetzgebung des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Das heißt, wenn jetzt eine Person kommt und sagt, und das gibt es, sie sagt, ich folge der Religion von allen Propheten und ich bin Gott ergeben, aber ich folge dieser Gesetzgebung von Musa a.s. oder von Isa a.s. Unabhängig davon, dass es diese nicht mehr unverfälscht gibt. Aber sagen wir mal, es gibt sie auch unverfälscht. Und die Menschen hätten sie niemals verfälscht. Mit der Offenbarung des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind diese alten Gesetzgebungen nicht mehr gültig, auch wenn diese von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen sind. Jeder Prophet, wenn er mit einer Gesetzgebung kam, war diese natürlich von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Urteile haben sich von Gesetzgebung zu Gesetzgebung unterschieden. Bei dem einen Propheten waren Sachen verboten, die bei dem anderen Propheten erlaubt waren. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet, dass Isa a.s. zu welchem Volk wurde er entsandt? Ben Israel. Und Musa a.s.? Auch Ben Israel. Das heißt, wir haben zwei Propheten, sie wurden zum gleichen Volk entsandt. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet, dass Isa a.s., er sagt zu seinem Volk, zu Ben Israel, und ich bin gekommen, um euch einiges für erlaubt zu erklären, was für euch verboten war. Das heißt, in der Gesetzgebung von Musa a.s. waren einige Sachen für Bani Israel verboten. Und mit der Gesetzgebung von Isa a.s. kamen dann Gesetze, die diese Gesetze sozusagen erneuert haben. Ja? Beides ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Gesetze hier, diese Gesetze von Isa a.s. haben einige Sachen erlaubt erklärt für das gleiche Volk, für Bani Israel, die zuvor verboten waren. Ja, die zuvor verboten waren. Und häufig, oder abgesehen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Propheten wurden immer zu einem Volk entsandt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Menschheit allgemein. Und deswegen mit der Offenbarung mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam kann man nicht mehr sagen, ich folge einer anderen Gesetzgebung. Und das ist genau das, was wir auch im dritten Punkt erwähnt haben. Wer einen anderen Glauben oder einen anderen Weg als richtig ansieht, und das sieht man natürlich so, ja, wenn man sagt, ich folge hier nicht der Gesetzgebung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern einer anderen Gesetzgebung. Das ist ja genau dieser Punkt, den wir bereits besprochen haben. Und wir hatten auch gestern bereits schon besprochen, dass dieses Glaubensbekenntnis, dieser zweite Teil, wo man bestätigt, dass man an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt und dass er der Gesandte und Diener Gottes ist, dass das verschiedene Bedingungen hat. Ja, also diese Bedingung, dass man das bezeugt, oder diese, ich habe gerade Bedingung gesagt, diese Bezeugung, dass man das bezeugt, hat verschiedene Bedingungen. Und eine Bedingung ist, wie wir gesagt haben, dass man daran glaubt, dass seine Befolgung verpflichtend ist.
Also du musst dem folgen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgelegt hat. Warum? Wie gesagt, da dieses nicht von ihm selber kommt, sondern von Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Warum hat Al-Khidr Musa a.s. nicht gefolgt? Warum hat Al-Khidr Musa a.s. nicht gefolgt? Hat er nicht. Erst einmal sagen wir, und das ist falsch, dass man sagt, sozusagen, er hat ihm, yani sozusagen, er ist aus seiner Gesetzgebung, yani hat sich sozusagen dagegen gewehrt oder so. Denn Al-Khidr war gar nicht angesprochen von der Gesetzgebung von Musa a.s. Das ist der erste Grund. Die Gesetzgebung von Musa a.s., Al-Khidr war davon gar nicht angesprochen. Er war gar nicht verpflichtet, dieser Gesetzgebung zu folgen. Und die zweite Sache, Al-Khidr war selbst ein Prophet. Ja? Al-Khidr war selbst ein Prophet, der Offenbarungen von Allah subhanahu wa ta'ala erhielt. Und deswegen war er auch nicht verpflichtet, der Gesetzgebung von Musa a.s. zu folgen. Na, tafadhal.